Hallihallo, meine herzallerliebsten und sehr geschätzten Zuschauer und Zuschauerinnen vor den Fernsehern, Fernseherinnen, Monitoren und Monitorinnen, da baut sich die Welt auf. Ich bin's, euer letztes, allerletztes Einhorn. Ich hab mal nachgefragt, ob ich tatsächlich das letzte bin. Hier, echtes Horn aus Zuckerwatte, Digga. Ohren, Horn. So, und ehe ich jetzt noch mehr Blödsinn mache, gehen wir erstmal was Langweiliges machen. Damit ich wieder reinkomme. Mir ist hier auch aufgefallen, ich könnte hier vielleicht ein kleines Problem kriegen aufgrund von Hund. Weil hier nämlich eine ganze Menge, wie der Gronkh sagen würde, Idiot dein Hund herumstehen. Und was ich jetzt erstmal mache, damit wir hier ein bisschen Langeweile haben können, setz dich Hund, ist, wir bauen hier mal, erstmal essen wir was, ne? Ja, wir haben nämlich noch Jacket Potatoes. Alter, ist das wieder mal laut. Der Netter ist laut. Hosti. Ja, ich muss euch eine Menge erzählen. Heute wahrscheinlich die komplette Aufnahmesitzung wird von reichlich viel Gelaber durchzogen sein. Das kennt ihr ja aber auch schon vom Honkomaten. Der macht das ja mal sehr gerne, dass er euch ein Ohr abkaut. Nicht nur eins, vielleicht auch zwei oder auch drei. Wenn ja, drei Ohren kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Denn ich habe euch erstmal eine Menge zu erzählen, was wir heute machen und vor allem auch, was wir heute nicht machen. Oh, jetzt hört der Kritiker, also einer von den zwei, drei sich sehr wichtig nehmenden Kritikern hier auf dem Kanal, hört jetzt ganz doll zu. Seine Ohren werden spitz wie die von Spock. Ja, läuft denn auch alles? Oh, das Geräusch war schon wieder. Denn, ja, ich muss von meinem Plan, den ich in den letzten zwei Folgen, glaube ich, also gestern und vorgestern, also zumindest gestern habe ich es, also für euch, gestern habe ich es gesagt, von der Perspektive von euch gesehen, weil ihr habt ja jeden Tag Minecraft. Ich nehme ja nur alle zwei Wochen ungefähr auf. Bah, schon wieder diese Plastikhaare im Mund. Ja, von diesem Plan muss ich ein wenig abweichen. Das heißt nicht, dass ich ihn komplett kille, aber es ist auch kein Zurückziehen von irgendetwas, sondern es ist ganz einfach so. Jetzt muss ich mir die Lippen lecken. Ich schwitze nämlich komischerweise hier, obwohl ich gar keine Heizung an habe und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich ja Corona. Endlich. Ja, ich muss von diesem Plan ein wenig weggehen, denn zwischen den Aufnahmen schlägt manchmal die Logik zu. Die logische Denke, die der Honk natürlich auch hat, glaub es oder glaub es nicht. Und sagt so von wegen, Alter, was hast du da eigentlich für einen Kappes irgendwie geplant? Das wird doch niemals funktionieren. Und dann geht der Honk mal her und macht sich eine Kopie von der Welt unter Umständen und probiert einfach mal aus, was ihm da Sorgen macht. Und was mir Sorgen macht an dieser Sache, jetzt kommen wir dazu, was ich ja letztes Mal, falls du es schon vergessen hast seit gestern, was ich ja geplant hatte. Ich grab hier mal den Portalraum aus, ne? Ist das recht? Dann kann ich euch nämlich den ganzen Quatsch erzählen. Ich hoffe, ich krieg's in einer Folge hin oder auch so. Auf jeden Fall, ich wollte ja ein Portal drüben bei der Mansion, beim Waldanwesen, wie es zu Deutsch heißt, wollte ich ja bauen, damit wir uns hier schneller hin und her bewegen können, weil wie gesagt, das größte Hemmnis irgendwie mit der Mansion anzufangen ist halt, ich mache mal gleich zwei Spitzhacken, dann funktioniert das auch, ist, dass man immer hinreisen muss, ne? Verstehst du? Also mit dem Boot jedes Mal, ich glaube, fast 20 Minuten irgendwie dahin fahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es ist. Steine ich mich nicht dafür, wenn es keine 20 Minuten sind. Auf jeden Fall, das ist immer das größte Hemmnis, das dann mal in Angriff zu nehmen. Deswegen sagte ich, wir sorgen mal dafür, dass wir eine schnellere Verbindung dorthin kriegen. Nämlich wie zwischen unseren ganzen anderen Lokationen hier. Meine Güte, dieses Netherportal ist scheuselaut. Dabei habe ich den Game Sound extra runtergedreht. Auf jeden Fall. Man muss dabei ins Auge fassen. Autsch. Ich sehe wirklich fabulous aus als Einhorn. So was von süß, ne? Kuschelig. So. Hör auf, Blödsinn zu reden. Erzähl den Leuten, was Sache ist. Also, diese Mansion ist über 1024, also die magische Zahl in der Oberwelt und über 128 Felder im Nether entfernt. Im Nether sind es ungefähr 200 Felder. Woher ich das weiß, erzähle ich euch gleich. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Hundi, kommst du mal da weg?
Kommst du mal her? Na, kommst du mal her, Flobus? So, nein, das ist nicht Flobus. Ja, kannst dich auch auf den Crafting-Tisch setzen. Wenn ich ihn dann irgendwann aufbaue, hau ich dir in den Poppes. So. Aufbaue was? Auf jeden Fall. Also, es ist höllisch weit entfernt. Und das ist mal eine ganz andere Hausnummer wie unsere bisherigen Entfernungen zwischen Nether-Portalen, wo man eigentlich quasi irgendwie einen Hund zwischen hin und her werfen kann, wenn man will. Oder auch eine Katze. Wenn man denn stark genug ist, um eine Katze oder einen Hund so weit zu werfen. Ah, hör auf, Blödsinn zu reden. Auf jeden Fall ist es da dann auch kein Problem, wenn man sich halt mal verirrt oder wenn das mal mit dem Portal nicht klappt oder wenn irgendwas anderes passiert, einem unter Umständen der Gas das Portal ausschießt, was auch immer, oder das Portal ganz einfach an einer ungünstigen Stelle generiert wird. Ah, da kommen wir gleich zu. Bei einer Entfernung von über 1024 bzw. über 200 Feldern im Überwelt Nether. Ich hoffe, ihr seid mit den Gegebenheiten vertraut, also den Entfernungsgeschichten. Wenn nicht, macht auch nichts. Da ist das eine ganz andere Hausnummer. Wenn du da in der falschen Ecke rauskommst, ne, dann hast du aber mal ein Problem. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du baust ein Portal irgendwo ganz weit entfernt in der Oberwelt, dann generiert das Portal im Nether an einer ganz ungünstigsten Stelle, wo du auch Probleme hast, dann wieder nach Hause zu kommen. So, dann schießt dir der Gas das Portal aus, du hast Feuerzeug vergessen, weiß ich, sollte nicht passieren, aber sollte nicht passieren, passiert dann doch ziemlich oft. Nun denn, dann hast du ein Problem. War mir schon gleich, nachdem ich die Aufnahmesitzung letztes Mal durchgeguckt hatte, das ist ungefähr vor einer Woche gewesen, what the fuck, Alter, Alter, wo kommt das denn her auf einmal? Ist ja ein Ding, ne? Da hat wohl jemand irgendwie geschlampt oder so. Naja, auf jeden Fall ist mir gleich aufgegangen, nachdem ich meine Aussage so, wir bauen ein Nether-Portal für die Menschen, für das Waldanwesen. Als ich das gehört habe, als ich die Aufnahme bearbeitet habe, habe ich mir gedacht, Alter, ganz schön große Töne hast du da gespuckt, ne? Das wollen wir erstmal hinkriegen. Und weil mir gleich von vornherein klar war, dass es ein großes Problem gibt mit der Entfernung alleine, habe ich mir gedacht, so von wegen, jetzt seien wir doch mal so cheaty-cheaty. Ich sehe das gar nicht als cheaty an, sondern ich erspare euch eigentlich nur Dinge zu sehen, die ihr nicht sehen wollt. Geh doch einfach mal, wie du das auch normalerweise machst, in der Kopie von der Welt her. Also wenn es problematische Sachen sind, und check das mal, ne? Genauso wie ich Gebäude auch im Creative vorbaue, habe ich dann halt mal gedacht, gehen wir doch mal her. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, so, das sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, ja, das ist richtig so. Genau das gleiche muss eigentlich nach hier hinten. 1, wir machen das mal vor. 2, 3, 4, 5, oh, guck mal, da ist auch Kohle drinne. Ich bräuchte eigentlich mehr Diarrhoe aus Gründen. Da werde ich euch nachher was von erzählen, weil ich habe hier einen ganz klaren Plan für heute. Oh ja, für heute habe ich einen ganz klaren Fahrplan, was wir machen. In welcher Reihenfolge. Also jetzt erstmal 1, 2. Ach nee, das ist ja. Ich habe Scheuse gebaut, ne? Hier ist ja schon 1. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, dann bauen wir uns jetzt hier durch. Ja, ist schwer zu erzählen. Kennt ihr ja, ne? Zu erzählen und dann. Das, was man tut, im Auge zu behalten, das ist das, was halt Nicht-Let's Player dann öfter mal unterschätzen. So. Und ganz gerne mal. Ah ja, wundervoll. Dann bauen wir hier erstmal die Kohle raus, denn das ist ja auch mal eine ganz schöne Sache. Kohle ist wichtig. Habe ich mir also gedacht, gucken wir doch mal, ehe da irgendwelcher Blödsinn passiert, was passiert, wenn wir drüben bei der Mansion ein Portal bauen. Wo kommen wir da eigentlich im Nether raus? Und ein Glück, dass ich es gemacht habe. Also ich habe insgesamt 4 Versuche gemacht. Einmal von unserem Schutzgebäude dort, das wir uns gebaut haben, also dem Invasionsturm aus. Da habe ich ein Netherportal drauf gebaut. Dann habe ich oben auf das Dach der Mansion ein Netherportal gebaut. Und dabei erstmal festgestellt, wie viele Monster eigentlich nachts auf einer Mansion spawnen. Das ist eine Menge. Und wie groß eigentlich, wie fucking groß das Ganze ist. Also, das ist mir sonst nie so aufgegangen. Ich habe nämlich mal die Klötze tatsächlich mal so gezählt und puh, ja, da wird einem ganz anders.
Ja, da steht uns noch was bevor für bestimmte Sachen, die ich vorhabe, die jetzt noch geheim sind. Wie viel habe ich aufgenommen? Oh, halbe Folge, das ist schön. Dann kriege ich ja vielleicht den ersten Laberschwall hier quasi durch in der ersten Folge. Und dann müssen wir nur eine Folge hier rumgraben. Ist schon genug. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal so Portale gebaut und das Ergebnis war immer wieder das gleiche. Das Portal, egal ob ich es in der Unterwelt gebaut habe, also in der Höhle unten, also ich habe mich von unserem Invasionsturm dann schachtmäßig runtergegraben, habe unten quasi am Grundgestein, nachdem oben es schief gegangen ist, habe ich das gemacht. Es ist immer wieder das gleiche gewesen. Das Portal drüben im Nether wurde an der gleichen ungünstigen Stelle generiert. Warum war diese Stelle so ungünstig? Kann ich dir erzählen. Stell dir vor, einen Lava-Ozean, der so groß ist, dass du mit meiner hohen Sichteinstellung, ich habe hier die Maximalsichteinstellung eingestellt, dass du das Ende des Lava-Ozeans nicht sehen kannst. In alle fucking Richtungen. Dann der Punkt, wo man rauskam, war immer ziemlich weit oben unter der Netherdecke auf einer kleinen, schmalen Netherrack-Insel mit Streifen von Seelensand, Soulsand und Gravel drinne. Also hängendem Gravel. Schön. Außerdem schien das Biom der ganzen Geschichte, also das Nether-Biom, Soulsand Valley zu sein, was dafür bekannt ist, dass dort gerne Gas spawnen und holy shizzle, tatsächlich. Jedes Mal, also bis auf einmal, wo ich dann was ausprobiert habe, was ich euch gleich erzähle, kam ich aus dem Portal raus und wurde von zwei Seiten von einem Ghast angeschrien. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendetwas zu tun, außer einmal, also das letzte Mal, als ich da oben war, und wo ich es dann aufgegeben habe. Also ich habe noch gesehen, die Netherrack-Schicht ist so dünn gewesen, dass wenn der Ghast getroffen hat, dann hat es ein dickes, fettes Loch reingehauen und drunter war dann der Lava-Ozean, der wirklich endlos groß war. Dann kam ich einmal raus und tatsächlich, ich kriegte es auf die Reihe, dass ich eine Zeit lang keine Ghasts hatte und konnte mich mal an den Rand dieses Teils begeben, dieser Insel. Und einfach mal ein paar Klötze Sand runterwerfen, weil ich dachte so, wenn man sich vielleicht runtertreppt, irgendwie, so wie wir das früher mal in der uralten Welt gemacht haben, so kurz vor der Folge 300, da habe ich das ja mal gemacht, dass ich mich runtergetreppt habe und das mit Sand. Aber es scheint inzwischen so zu sein, ich weiß nicht, ob Mojang da was geändert hat, auf jeden Fall, wenn du Sandblöcke jetzt runterschmeißt, in der jetzigen Version von solch einer Insel, ich glaube so irgendwie nach 40 oder spätestens 60 Blöcken, kommen die nicht unten auf und türmen sich, sondern sie werden einfach, sie zerfallen in Drops, also das hier, was du hier siehst, ne? Also das Sand-Äquivalent. Es gibt also keine Möglichkeit, von dieser Netherrack-Insel runterzutreppen. Was willst du machen? Wir könnten jetzt eine Brücke bauen, wir könnten uns auch hochbauen an die Netherdecke, da ist vielleicht wieder noch ein paar Klötze Netherrack, aber dann sind wir ganz weit oben. Und erstmal eine Brücke bauen über einen endlosen Lava-Ozean, hast du darauf Bock? Also ich nicht, und vor allen Dingen ist es kackengefährlich, ne? Und also jedes Szenario, das ich mir ausdenken konnte, wie wir das da machen könnten, dass wir also ein Portal bauen, drüben bei der Mansion, beim Waldanwesen meinetwegen, und uns dann irgendwie einen Weg nach drüben machen in unsere hiesige Welt, also zu unseren anderen Netherportalen, ist eigentlich Mission Impossible, kann man einfach sagen. Und dass ich sage Mission Impossible, das ist einigermaßen selten. Ich mag gerne Dinge auf die Kette kriegen und ich mag es eigentlich lieber, wenn ich sagen kann, trotz aller Widrigkeiten, es ist geschehen. Nein, aber das kannst du vergessen. Und ich dachte zuerst, Scheiße, ne? Wie machen wir das? Dann dachte ich schon an mehrere Zwischenstationen. Es ist ja so, es sind halt nun mal über 1000 Felder, über 1024 Felder, die magische Zahl. Dachte ich mir,
Ja, könnte man Zwischenstationen machen und dann wird das nicht ganz so krass. Aber es würde dann trotzdem eine Zeit dauern. Das will ich nicht. Ich möchte, der ganze Sinn und Zweck ist ja, dass wir möglichst bald mit der Mansion beginnen können. Ja, jetzt muss ich doch noch eine Spitzhacke bauen. The fuck? Dass wir möglichst schnell mit der Mansion dort beginnen können, nämlich mit der richtigen Arbeit dort, dass wir das Teil wirklich klar machen, dass das unseres wird. Wo ich mir auch schon ein paar lustige Dinge ausgedacht habe, wie wir das machen. Da ist nur ein einziger Klotz. Kannst du mal sehen. So, naja. Wir haben den Nether-Portalraum ausgehoben. Der wird natürlich auch wieder schön verkleidet, ne? Und kriegt eine schöne Nase und ein Schnurrbart und so weiter. Entschuldigung. Ah, erst 15 Minuten. Wir haben es in einer Folge geschafft, dass ich euch fast alles... Also ich habe euch alles erzählt, was nicht geht. Aber das heißt nicht, dass ich aufgebe. Wisst ihr was, wir brauchen mal ein bisschen Diarö. Ich will nur sicher gehen, dass wir hier alles ausgeleuchtet haben. Halbwegs kommt lieber eine Fackel zu viel als eine zu wenig. Lass uns mal auch gleich wieder welche machen, weil dieser Weg wird so schnell nicht zu Ende sein hier. Was macht er da? Ich werde mal so viel machen. Das reicht erstmal. So. Ich bringe mal ein bisschen Quatsch nach oben. Hundi, du musst jetzt leider da verschwinden. So. Erstmal bringe ich das nach oben. Und wir gucken mal hier. Keine Diarrhö am Start. Fuck die Wand an. Müssten wir irgendwie runter. Vielleicht ein bisschen Strip Mining noch machen. Ne? Vielleicht finden wir ja noch ein paar. Weil Zeit haben wir jetzt erstmal. Ich will euch erstmal was erzählen und dann uns langsam, aber sicher, in die Gänge bringen. So, gib mir mal ein Blast Furnace hier, weil wir haben hier etwas Eisen. Es lohnt sich zwar kaum, aber ja, einfach wegen des guten Gefühls. So. Ein bisschen Kobbel. Kobbel. Haben wir hier eigentlich eine eigene Kobbelkiste? Ne, haben wir hier nicht. Seht mal, ich habe schon gar keine Ahnung mehr, was hier eigentlich war und was hier nicht war. So, ich packe das erstmal hier wild rein. Ich weiß, es wird nie sortiert. Wieder so etwas, das angekündigt wird, niemals etwas wird. So, wir brauchen heute wahrscheinlich noch ein bisschen Sand, ne? Also, wir brauchen Dirt. Warum ist denn hier Sand drin gewesen? Kannst mir auch nicht sagen. Ich will mal einen kompletten Sand mitnehmen und einen kompletten Dirt. Das ist immer wieder von Vorteil. So, ja, ich hoffe, ich komme gleich wieder rein. Ja, also wir haben jetzt abgeklärt, was nicht geht. Nämlich, dass wir die ganze Geschichte von der Seite der Menschen des Waldanwesens beginnen. Ich habe hier irgendwie Angst, hier rein zu klatschen. Hundi, nimm die Schnauze aus dem Weg. So. Wir sollten hier auch immer mal ein paar Knödel reinhauen, ne? Weiß Bescheid. Warte, das machen wir auch nochmal hier oben. Denn wenn es dann klatscht, dann klatscht es nicht ganz so schlimm. Immer so zwischendurch, zwischen die Fackeln, einen Knödel. Und hast du nicht gesehen. Warte mal, hier war doch eben schon Diarrhö. Das möchte ich doch dann nutzen. Vielleicht finden wir ja hier was Nettes. Hier sind wir ja auch schon ganz schön weit unten. Wo sind wir denn hier? Auf Stufe 31, nicht schlecht. Vielleicht finden wir ja eine Mine unter Honky Island. So, Entschuldigung. Hab wieder weniger geraucht. Die eine oder andere Zigarette ist es immer noch. Ja, solange du rauchst, bist du immer noch Raucher, klar. Aber eigentlich, vor allen Dingen fahre ich in letzter Zeit viel Rad und kriege deswegen viel Luft. Das macht auch die Stimme besser, aber halt nicht endlos besser. Wir werden das irgendwie hinkriegen. Wir schaffen das. So, was geht nicht? Na, also die Seite, die Sache von der Menschen aus angehen. Aber was ganz klar geht und was auch Vorteile hat, das ist, wir können das Vorhaben, nämlich, oh, wir haben gleich eine Folgenpause. Ich glaube, ich sollte mal nicht wieder anfangen, neu zu reden. Dann können wir nämlich, das ist nämlich immer das Doofe, wenn ich in einem Thema drin bin und dann schneiden muss, dann muss ich entweder die Folge länger machen oder das Thema mittendrin abbrechen. Und dreimal darfst du raten, was ich mache. Es ist unhöflich, das Thema zu unterbrechen. Ja, dann wird die Folge länger. Und dann ist von den anderen Folgen der Aufnahmesitzung weniger da. Und dann wäre es unter Umständen eine kürzere Folge das nächste Mal, wenn du verstehst, was ich meine. So, wir sind bei 19 Minuten 47 Sekunden. Warum grabe ich hier Diarrhö? Weil wir die später auch noch brauchen werden.
weil natürlich wir werden heute in den Nether gehen und dann wollen wir natürlich auch an dem Großportalraum hier Honkheim, Honky Island, Arcanes Institut Honkheim, wollen wir dann auch bauen. Das würde mir sehr passen. So, und deswegen brauchen wir Diarö. Und zwar ziemlich viel, hoffentlich. Ja, wir kriegen hier auch viel. Ja, und deswegen baue ich jetzt hier Diarö ab, weil der nächste Schritt wird tatsächlich sein, dass wir rüber in den Nether gehen. Und zwar schon auf dem Weg zur Mission. Denn, wie gesagt, die Mission ist nicht abgebrochen, die wir davor haben. Die Menschen wird mit unserem bisherigen Nethernetz, jetzt komme ich total durcheinander, verbunden. So. Wir dürften auch mit dem Einpegelungspuffer, den ich vorher habe, ich habe da ja meine 5 Sekunden, wo ich ruhig bin, tatsächlich, der Typ ist auch mal ruhig, um die Rauschentfernung zu kalibrieren, dürften wir jetzt inzwischen 20 Minuten haben. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge hier, sagt tschüss, bis morgen und dann werde ich euch erzählen, was geht, Digga.